Ja, Glück auf, liebe Aktienfreunde. Ich begrüße euch heute mal zu einem schnellen Tutorial. Derjenigen, die nicht bei 3 fortgelaufen sind, fortgeschrittene sind, die müssen da jetzt durch. Also ich will die Dividende, Nettodividende von Aktien und ETFs vergleichen. Da gibt es ja die Besonderheit, dass bei dem ETF ein Teil nicht der Kapitalertragssteuer unterliegt. Das wollen wir jetzt mal vergleichen. Also ich habe eine Aktie. Hat einen Kurs von 100, schüttet eine Dividende von 7 Euro aus, hat eine Dividendenrendite von 7 durch 100 sind 7%. Die ist auch komplett steuerpflichtig. Es fallen also 25% Kapitalertragssteuer, 5,5% Soli auf die Kapitalertragssteuer an. Und dann rechne ich aus, was kriege ich an Nettodividende. 7 minus 1,75 minus 10 macht 5,15 und wenn ich diese 5,15 durch die 100 teile, habe ich also in etwa eine Nettorendite von 5,2%. Ob das gut oder schlecht ist, das soll uns hier heute nicht interessieren. Jetzt nehme ich einen ETF, habe ich einen ETF gefunden, der hat einen Kurs von 100, der schüttet 7% Rendite aus, kriege ich auch 7 Euro brutto. Aber davon sind jetzt bei den meisten ETFs 30% steuerfrei. Sprich 2,10 Euro werden nicht besteuert, 4,90 Euro werden besteuert. Die Steuer fällt also geringer aus, nämlich nur 25% von 4,90 Euro plus der Soli drauf. Macht also nur 1,30 Euro an Steuern. Ich kriege also 7 Euro minus 1,30 sind 5,70 Euro ausbezahlt. Und siehe da, habe also hier doch einen Vorteil von 55 Cent und eine Rendite, Nettorendite von 5,7. Also das hat am Ende auch noch nicht jeder gehört. Ich selber habe es am Anfang auch nicht so richtig verstanden, bis ich beide Sachen mal genau verglichen habe, wo ich mich vorher immer nur gewundert habe, warum da so wenig Kapitalertragssteuer einbehalten wird. Aber jetzt kann man schon mal überlegen, um wie viel müsste denn die Aktie mehr ausschütten, damit sie diesen ETF hier übertrumpft. So. Das wäre die erste Annahme des mathematisch nicht gebildeten. Naja, es müssten einfach 30% mehr sein. Also rechne ich einfach mal 30% auf die Rendite drauf. Bei der Aktie hätte die also eine Rendite, würde ich erwarten, dass bei einer Rendite hier von 9,1% oder anders gesagt 9,10 Euro auf 100 Euro Kurs, ich dann dieselbe Netto-Dividenden-Rendite habe wie beim ETF. Das ist aber natürlich nicht so, weil das eben sehr platt, naiv und falsch gedacht ist. Denn in Wirklichkeit dürfen wir die Rendite nur um die Steuern auf die 30% erhöhen, wenn man so will. Das ist also nicht 30%, sondern etwas weniger. Ja, also die erste Erwartung, die erste falsche Erwartung wäre gewesen, dass das hier stimmt. Müssen wir also sagen, hier das, was wir hier rausgekriegt haben, Format, Zahl, geht das ja auch so. Ne, Schrift wollte ich eigentlich machen. Genau, das wollte ich eigentlich machen. Das streichen wir durch. Hat keinen Wert. Richtig ist also hier zu rechnen. Ich nehme von den 7% 70% unverändert. Hier oben ist die Formel. Und auf 30% mache ich einen Zuschlag in Höhe der Kapitalertragssteuer. Dann komme ich hier auf 7,8%. Das wären also 7,75 Euro. 75 Cent mehr und gebe das hier in diesen selben Formelablauf hinein und komme dann auf 5,70 Euro. Das entspricht genau dem, was beim ETF als Netto herauskommt. Natürlich ist dann auch der Prozentsatz derselbe. Anders gesagt, als Faustregel hier, 75 mehr bei 7 heißt also 10%. Eine Aktie, die 10% mehr ausschüttet als der ETF, ist also in etwa bei dem, auf demselben Netto-Dividendenniveau wie der ETF. Ist gut zu wissen. Wenn ich einen ETF mit 6 habe, bräuchte ich eine Aktie mit 6,6 ungefähr, um das wieder, damit die auf demselben Netto-Niveau sind. Oder andersrum, habe ich eine Aktie, die 5% ausschüttet und einen ETF, der 4,8 ausschüttet, und bin nur an der Ausschüttung interessiert, dann ist der ETF besser, weil der nicht 10% unter der Aktienrendite liegt. Ja, also hier, das ist eigentlich jetzt die Erkenntnis. Was macht man mit Erkenntnissen? Man macht sie mal rot. Und dann haben wir hier denselben Zahlenwert stehen.
Ja, das war es auch schon, kurzes Video. Ich werde mir die Tabelle abspeichern, das hilft mir immer mal klar zu werden, aber die Daumenregel hier plus 10%, stimmt ja nicht ganz, aber so in etwa, die kann einem schon bei der Beurteilung von Dividendenrenditen bei ETFs und Aktien helfen. Kurzes Video, langes Dankeschön, bitte Likes da lassen und wer es noch nicht gemacht hat, es gucken immer noch viele ohne Abo, bitte Kanal abonnieren, damit das mal weitergeht. Also in diesem Sinne, einen schönen Tag noch.